Hallo und herzlich willkommen. Bist du auch Softwareentwickler, bietest individuelle Softwarelösungen an, machst dich gerade selbstständig oder spielst mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen oder bist schon länger selbstständig oder hast vielleicht sogar schon als selbstständiger Softwareentwickler einige Angestellte oder Leute, die dir wiederum zuarbeiten, kommst aber nicht wirklich von der Stelle. In der zum Beispiel Neukundengewinnung, du bist sehr abhängig von einigen wenigen großen Kunden oder hast halt letztendlich Magenschmerzen mit Kaltakquise, dann bist du hier genau richtig bei mir. Ich habe heute für einen meiner Kunden individuelle Softwareentwicklung spezialisiert. Innerhalb von 15 Minuten, um präzise zu sein, 15 Minuten und 60 Sekunden hat das Gespräch insgesamt gedauert. Telefonisch kalt akquiriert, also noch nie mit dem IT-Leiter gesprochen. Es war ein Unternehmen mit ungefähr 300 bis 400 Millionen Euro Umsatz. Also ein richtig, ja, schönes deutsches mittelständisches Unternehmen aus der Rohstoffbranche. Und dort war eben folgende Situation, dass sie, letztendlich habe ich mit dem IT-Leiter gesprochen, der hat aktuell drei Entwickler. Zwei davon sind reine ABAP-Entwickler, das heißt SAP. Und die können nichts anderes. Und einer davon ist mehr so ein Microsoft-Entwickler. Der kann also nur wirklich Microsoft. Der betreut mehr oder weniger das CRM, welches quasi Microsoft Dynamics ist. Und die anderen zwei Entwickler betreuen das ERP-System R3, was von zum Softwarehersteller SAP kommt. Und er sucht explizit eine Lösung oder individuelle Software oder einen individuellen Softwareentwickler, so wie du es vielleicht eventuell bist, der eine herstellerunabhängige Software entwickeln kann. Also dieser Case, dieser Showcase, diese Success Story heute, wo ich für einen Kunden innerhalb von nur 15 Minuten hier eine super Opportunity an Land gezogen habe, die 20k plus wert ist. Also wir sagen das so bei uns, 20 plus, das bedeutet 20k kann der IT-Leiter, also könnt ihr sofort ausgeben, ohne irgendwie nochmal eine Budgetverhandlung in der Geschäftsführung durchbringen zu müssen oder sonst irgendwas. Das heißt, bis 20k passt alles, ist ein sehr, sehr kurzer Sales-Zyklus. Das heißt, vom Erstgespräch bis zur Umsetzung. Es ist manchmal so, dass innerhalb von 2, 3, 4 Wochen du den Auftrag in der Tasche hast und in der Regel schon die Hälfte auch des Betrags überwiesen wurde bei dir. So als, in der Regel ist es immer so 50-50, 50% werden vorausgezahlt. Das sind so die Deals, die ich so verhandle für meine Kunden, für meine individuellen Softwareentwickler, für die kleinere Kunden. Ich habe natürlich auch andere Kunden, die teilweise sehr große Systemhäuser sind, wo es dann genau um wieder andere Szenarien geht, auch andere Zielgruppen, die zum Beispiel genau diese S/4HANA-Migrationen zum Beispiel machen oder auf der Microsoft-Seite Integration von Office 65, SharePoint etc. und so weiter. Und im Prinzip könnte das ein ganz ähnlicher Kunde sein. Meistens sind diese aber dann noch von der Unternehmensgröße her ein bisschen größer. Und für individuelle Softwareentwickler arbeite ich meistens mit ja, dieser Größenordnung oder ein bisschen drunter, ein bisschen kleiner. Aber auch nicht zu klein. Wir wollen nicht mit zu großen Firmen arbeiten, weil dort die Sales-Zyklen sehr kompliziert sind, teilweise auch die Zertifizierungsvoraussetzungen sehr eindringlich. Na, T6, ISO und alles, was es da so gibt. Selbst wenn ein Softwareentwickler, sagen wir mal, ein Freelancer, also ein Solo-Entrepreneur oder auch jemand, der vielleicht schon 2, 3 Mitarbeiter hat, selbst wenn er auch qualifiziert und zertifiziert ist, hat er häufig nicht sämtliche Zertifizierungen, die zum Beispiel ein Automobilhersteller oder sowas oder ein Automotive-Zulieferer verlangen würde. Ein Konzern mit mehreren Milliarden oder mehreren 10 Milliarden Euro Umsatz. Das heißt, wir versuchen natürlich hier eine Zielgruppe immer anzusprechen, wo genug Budget vorhanden ist, um natürlich auch genug Marge zu produzieren, damit letztendlich auch das ganze Business rechnet
und sich am Ende des Tages skalieren lässt. Das heißt, es gibt am Ende des Tages gibt es nur drei Größen, die wirklich wichtig sind für dich. Das eine ist der Customer Lifetime Value. Dazu komme ich gleich noch. Also wie viel verdienst du durchschnittlich pro Kunde, pro neu gewonnenen Kunden? Wenn ich jetzt zum Beispiel das heutige Telefonat nehme, 15 Minuten, 20.000, ist das jetzt schon das höchste Maß der Dinge? Oder hast du dann noch ein Add-on, wie zum Beispiel einen Supportvertrag, Schulungen, die du anbietest, Beratung, die du anbietest, Strategie-Workshops, Konzepte, die du anbietest, die natürlich auch noch on top gehen und so weiter und so weiter. Zusätzliche einfach innovative Ansätze hast, dass du sozusagen den Customer Lifetime Value, also das, was du durchschnittlich auf dem Jahreszeitraum, auf dem Zeitraum von mehreren Jahren pro Neukunde gewinnst, maximierst. Das ist das eine. Das zweite ist die Abwanderungsrate. Wie hoch ist die Prozentzahl von Kunden, die du durchschnittlich pro Jahr verlierst? Mal angenommen, du gewinnst 10 Neukunden pro Jahr und 2 wandern ab, dann ist deine Abwanderungsrate 20%. Ja? Die dritte super wichtige Größe für dich ist Sales Velocity, also Vertriebsgeschwindigkeit. Wie kurz oder wie lang sind die Sales-Zyklen? Völlig logisch, dass wenn du große Aufträge hast, also ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe Systemhäuser für zum Beispiel S4HANA oder große Microsoft-Produkte oder auch, sagen wir mal, WCM, Adobe, Projekte, die teilweise bei 500.000 Euro starten, dann sind natürlich die Sales-Zyklen wesentlich länger. Aber wenn du jetzt ein Anbieter bist von individueller Softwareentwicklung, egal welche Größe du eigentlich hast, unabhängig davon, ist es sehr, sehr wichtig, dass du, weil es häufiger dann Aufträge sind, die eben genau in diesem Bereich liegen, so 20.000 oder zumindest so in dem Bereich starten, meistens so um die 20.000. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass so ein IT-Leiter ja, so 20.000 immer mit sowas rechnet, so initial, und dann kann es noch wesentlich mehr werden. Immer davon abhängig, natürlich möchte der IT-Leiter möglichst wenig ausgeben, es ist klar, er möchte für die 20.000 möglichst viel bekommen, für das, was er ausgibt, aber Fakt ist, er hat 20.000 zur Verfügung, die er sofort ausgeben könnte, wenn er seine Probleme entsprechend gelöst bekommt, ohne dass er jetzt nochmal irgendwie zur Geschäftsführung laufen muss und sich dort irgendwelche Genehmigungen einholen und so weiter. Das verlängert natürlich dann auch den Sales-Zyklus wieder enorm. Und wir haben ja gerade gelernt, der Sales-Zyklus ist vielleicht der wichtigste von den drei wichtigen Faktoren für dich als Unternehmer, als Softwareentwickler, wenn es darum geht, zu wachsen, wenn du das vorhast, zu skalieren. Und eines kann ich dir gleich sagen, wenn du nicht vorhast, zu wachsen, wirst du schrumpfen. Ja, es gibt also Stillstand, gibt es auch, aber meistens nicht für sehr lange. Ja? Also ich kenne nur so wenige Szenarien, die es geschafft haben, über Jahre hinweg immer das gleiche Umsatzniveau zu fahren. Also meistens ist es entweder man wächst und man steigert sich oder es geht wieder bergab. Ja? Es ist letztendlich wie mit dem Wind. Ja, wie mit dem Wetter. Ja, also es gibt selten absolute Windstille. Ne? Also entweder es gibt starken Wind oder es gibt schwachen. Na gut, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Okay, heute möchte ich also mal über diese Thematik sprechen. Individuelle Softwareentwicklung. Und wie wir die platzieren. So, sorry für die Schrift, aber geht schneller, wenn ich ein bisschen schlitter. Heute in der Sonar, ich möchte dir mal folgendes Beispiel eben mit dem 15-Minuten-Abschluss, den ich heute eben hatte. Ja, letztendlich ging es darum, dass wir sagen, okay, hier ist ein Unternehmen, das hat bereits zwei Hersteller, das kann sonst ein Hersteller sein, es hat hier Microsoft im Einsatz. Und auf der Seite hat das SAP im Einsatz. Das ERP ist von SAP
und das Microsoft ist das CRM und Office, ja, sowieso klar. Und letztendlich hier in der Mitte ist ein Gap, ja, hier ist eine Lücke und hier werden ganz viele Daten produziert. Ja, natürlich werden hier auch Daten produziert, rein und rausgeschoben. Auch hier werden Kundendaten rein und rausgeschoben, weil es das CRM ist. Ja, hier meistens Waren, wirtschaftsbezogene Daten, logistisch bezogene Daten und so weiter, weil hier das ERP und da läuft die Warenwirtschaft drüber. Also eher so Produktdaten und hier eher so die Kundendaten. Ja. Aber es gibt noch eine ganze Menge von anderen Daten, die eben produziert werden, die weder hier wirklich drin sind, noch da. In dem Fall war es so, dass sich der IT-Leiter einig war mit der Geschäftsführung, dass es eine Menge Daten gibt, die weder hier noch da wirklich reingehören. Und das sind die sogenannten prozessbezogenen Daten. Ja, also Prozessdaten, die in einer unabhängigen, in einer individuellen, unabhängigen Software, herstellerunabhängigen, sorry, eine unabhängige Software gibt es ja, glaube ich, nicht, herstellerunabhängig, ja, sozusagen reingesogen werden soll über eine SQL-Datenbank, ja, und so weiter. Ja, wenn Sie nicht zu sehr ins Detail gehen, weil du bist ja Softwareentwickler. Und das ist sozusagen, nehmen Sie ein PowerPoint. Jetzt ist es aber so, und jetzt komme natürlich ich ins Spiel mit meinem Know-how, dass ich von vornherein weiß, okay, hier gibt es dieses Gap, der hat also diesen Schmerzpunkt. Das heißt, relativ schnell konnte ich dem jetzt halt einfach eine Dienstleistung anbieten, die dieses Problem löst. Okay, das ist das Problem. Keine Softwarelösung ist die Programmierung, ja, dieser Software. Jetzt ist aber so, wenn du jetzt halt reinkommst und hier mit einer völlig neuen Programmiersprache eine neue Software, völlig neue Software programmierst, die weder mit dem noch mit dem was zu tun hat. Also das vorherrschende Team dort beim Kunden war in dem Fall hier zwei Entwickler für SAP und hier ein Entwickler für Microsoft. Jetzt kommst du hier rein, baust eine super geile individuelle Software. Vielleicht eine Programmiersprache, die weder mit dem hier was zu tun hat, noch mit dem hier. Das hier ist basiert irgendwie auf .NET. Das hier basiert auf ABAP. Ich glaube, das schreibt man so. Und du kommst jetzt rein und machst das Ganze hier zum Beispiel webbasiert, ja, eine Cloud-Lösung und machst das Ganze in Angular. Zum Beispiel. Oder irgendwas anderes. Es gibt so viele Sachen. Fällt mir jetzt gerade nichts anderes ein. Dann ist es ja so, dass du jetzt die Software dahinstellst. Und dann musst du denen natürlich auch zeigen, wie die bedient wird. Dann musst du eventuell auch dort zeigen, wie man diese zukünftig erweitert. Ja? Denn alles ist im Wandel, alles ist dynamisch. Dann musst du denen vielleicht auch ein Upgrade oder ein zusätzliches Paket, ein sogenanntes Add-on, anbieten. Das heißt, du bietest denen die 20.000, die wir jetzt in dem Fall schon verkauft haben, an. Und dann noch das Add-on. Und das Add-on sind zum Beispiel Schulungen, ja, strategische Beratung, ja, einfach Beratungsgespräche, One-to-One. Einmal die Woche. Ja, du setzt dich einfach einmal die Woche für 30 oder 60 Minuten einen Zoom-Call mit deinem Kunden und kriegst dafür, sagen wir mal, im Monat 1.000, 2.000 Euro immer überwiesen, ne? Oder du machst einfach Schulungen, ja, für einen gewissen Zeitraum, sind wieder 3.000, 6.000 Euro, egal, muss man genau hinschauen, wie groß ist der Umfang und der Aufwand und so weiter. Mit anderen Worten, du erweiterst hier einen Kunden, der normalerweise nur 20.000
im Kundenwert wert gewesen wäre, das hatte ich am Anfang gesagt, 20 plus, mal angenommen, die ganze Entwicklung dauert, kostet dann 25, dann hast du hier noch für die Entwicklung 25 gemacht. Dann machst du hier noch einen Jahresvertrag für das Add-on, Support, Strategie, ja, Schulungen, Weiterentwicklungen. Du bist quasi immer, stehst immer zur Verfügung, E-Mail-Support und so weiter. Und dann machst du nochmal 2,5 im Monat. Das sind nochmal 30.000. Das heißt, auf die Länge hingezogen, in die Zukunft, ja, machst du mehr Geld als mit der eigentlichen Entwicklung. Ja, das sind dann insgesamt 50, 55.000. Also das heißt, du hast hier quasi ungefähr 120% Steigerung, ja, des Umsatzes, als wenn du einfach nur sagst, okay, du brauchst eine individuelle Software, ich setze mich hin, programmiere das Ding, gebe dir das, tschüss. Ja? Und das haben einfach viele so nicht auf dem Radar. Ja, Softwareentwickler, mit denen ich mich unterhalte, mit denen ich arbeite, die sich gerade erst selbstständig machen oder selbstständig machen wollen oder letztendlich aus irgendeinen großen Firmen kommen und sich da rauslösen wollen aus dieser starren, aus diesen Konstrukten, wo sie da arbeiten müssen, sondern einfach auch mehr Freiheit wollen, egal wo, wohnen wollen, reisen wollen. Du kannst ja als Softwareentwickler quasi leben und wohnen und sein, wo du willst. Ja, du kannst ja letztendlich auch nach Bulgarien auswandern, wo du 10% Steuerflatrate hast, ja, oder nach Zypern, wo es schön warm ist, ja, oder was weiß ich wohin, ja, also Deutschland ist ja nicht unbedingt jetzt das absolut beste Land der Welt, es ist zwar ein geiles Land, aber es gibt vielleicht noch was anderes auch, ja, also das war's gewesen für dieses Video, ich hoffe, es konnte weiterhelfen, wie gesagt, nutzt den Link hier unten für eine kurze Session auch mit mir und dann schauen wir, ob wir zusammenkommen, ich habe schon so viel Softwareentwicklern helfen können, wir sind auf der anderen Seite. Und dann werden wir sehen, was wir mit einem Telefonat von 15 Minuten alles für dich erreichen können. Ciao, ciao. Bye, bye. Dein Thomas Klein. Happy Hunting.